Bogenschützentruppen auf jeden Fall schon drin lassen, eher, genau. Aber die dann eben dann sofort zurückziehen und ich wäre eben dafür, dass wir auch einiges an Nahkampftruppen tatsächlich draußen stehen lassen, dass die den... Aber die haben halt sehr viele Bogenschützen, ne? Stimmt, da hast du auch wieder recht. Also die Frage wäre natürlich, wie viel bringt's, wenn wir uns gleich im inneren Ring verbarrikadieren und darauf hoffen, dass wir einfach durch unsere Masse sie dann zurückdrängen können, ohne dass die Bogenschützen von denen allzu viel Schaden anrichten. Also ich bin auf jeden Fall dafür, die Nahkämpfer, die du draußen positionierst, sollten unter die Mauern rein. Also unter die Dächer halt. Okay, ja. Ich werde die Bogenschützen jetzt mal nur in den Osten platzieren, weil da ist das Tor in unmittelbarer Nähe dahinter. Ich denke mal, aus der anderen Richtung werden sie nicht kommen, da der Anmarsch zu weit ist und die Wand viel zu hoch. Oh, das ist normalerweise kein Problem für ihn. Ja, das gut, macht er trotzdem. Dann ziehe ich mal... Also... Dann ziehe ich die Bogen-Samurai mal nach hinten zu dem anderen Turm. So. Damit ist jetzt allerdings jede Seite mit Bogenschützen abgesichert. Den Rest lasse ich vom inneren Ring aus abdecken. Ja. Ich habe mal jede Seite mit einem Yari-Ashigaru-Bataillon und den Osten mit einem Yari-Samurai-Bataillon geschützt. In den Mauern. Und im Zweifelsfall, wenn wir sehen, dass es uns zu sehr zusammenschießen, können wir uns immer noch in den inneren Ring zurückziehen. Aber ich halte es echt für eine gute Idee, dass wir an jeder Seite so ein bisschen Nahkampftruppen haben, die den Bogenschützen eben Zeit geben, dort ordentlich reinzufeuern. Alles klar. Bist du dann bereit? Ich denke, ich bin bereit, ja. Das Überleben meines Clans hängt davon ab, da die Hauptarmee hier stationiert ist. Und los geht's. Okay. Sie kommen nicht aus dieser Richtung, scheiße. Ja, also. Sie kommen genau von dort nicht, wo wir es uns erhofft hatten im Grunde. Dann mal Bogenschützen abziehen. Kannst du deine Yari Ashigaru, die hier stehen, mal aus dem Tor rausschicken? Dann positioniere ich da nämlich meine Bogenschützen. Selbstverständlich. Ich stelle sie einfach eins weiter links hin. Oder willst du sie wirklich ins Tor stellen oder eher so rechts neben dem Tor? Nee, auch ins Tor, weil da können sie dann weiter schießen. Okay, ja gut, dann platziere ich sie quasi mit ein bisschen genügend Abstand, dass du dich schön im Tor positionieren kannst. So, von da kommen auf jeden Fall seine... Da sind seine Generäle. Okay. Ich muss ehrlich sagen, mir... Oh, also eine ganze Verstärkung kommt auch noch von da unten, ey. Das ist natürlich übel. Das wird jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr heftige Schlacht. Ja, aber ich habe nichts anderes erwartet. Zumal mich die Sonne gerade auch noch blendet. Damit meine ich nicht die virtuelle. Jawohl, meine Bogenschützen vom inneren Ring können den General schon unter Beschuss nehmen. Oh, das ist natürlich sehr stark. Was sie auch schon machen. Ich frag mich gerade, woher die Bogenschützen hier Schaden nehmen. Kommt da der Bogenschützenturm? Ja, da kommt der Bogenschützenturm schon hin. Sehr cool. Und meine Bogenschützen von unten, die stehen da... Ah, die habe ich da abgezogen. Ja. Bis jetzt ist es noch sehr ruhig. Ah, die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Da stehen Bogenschützen von mir draußen. Zieh mal deine Yari Ashigaru, die ich dir vorhin genannt habe, noch ein bisschen weiter nach links. War das das im Norden? Ja, das war das im Norden. Hast schon sehr gut, danke. Ja, die ziehe ich sowieso gerade weg, weil die dort unter Bogenbeschuss stehen und sich nicht wirklich wehren können. Naja, die dürfen sich gleich wehren. Ja. Ich zieh mal die ersten Bogenschützen schon mal zurück in den inneren Ring. So, der Ansturm kommt.
Holy shit. Ja, das wird ein ziemliches Gemetzel. Definitiv. Hast du da unten jetzt nur Yari Ashigaru stehen oder hast du da auch... Ein Yari-Samurai steht noch da, aber ich habe tatsächlich nur die Yari-Truppen dorthin gestellt, weil es relativ wahrscheinlich... Ah, Bogenschütz, was macht ihr da? Haut ab, ihr Idioten! Angriff, los. Der General ist drin, ich wiederhole, der General ist drinnen. Was? Feuer! Metzelt sie alle nieder! Alter Scheiße! Kommt da viel! Ja, leck also mich! Im Süden lassen die Truppen ordentlich. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Im Norden lassen die Truppen eigentlich noch viel ordentlicher. Ich würde mal sagen, unsere Truppen lassen überall viel. Ja, so lässt sich natürlich... Ihr bescheuerten Bogenschützen, könnt ihr euch jetzt mal in die verfickte Festung zurückziehen? Vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Mann. Lass mich raten, sie tun's nicht. Nee, sie joggen gemütlich vor sich hin. Ja, ist ja die nächstklügere Entscheidung. Ach Mann, jetzt habe ich vergessen, in Ding offline zu gehen. So, müsstest wieder auf weitermachen. Ich habe kurz pausiert gehabt. Gefecht fortsetzen. Ja, wie mache ich weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, da mache ich weiter. Ah, ich habe aus Versehen das... Ah, sie nehmen einen Bogenschießturm ein. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, aber zu erwarten. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Wieso ist unser gesamtes Regiment umgekommen, mein Lord? Naja, weil sie draußen standen und das Bauern mit Spießen sind. Ja, okay. Das lasse ich ausnahmsweise gelten. Ein Bataillon Bauern mit Spießen kämpft noch tapfer. Oh, sie klettern bereits in den inneren Ring. Das hoffe ich mal, dass du das machen wirst. Ich ziehe auf jeden Fall mal meine Bogenschützen aus der Ecke zurück. Nein, nicht rauslaufen, du Vollidiot. Was? Angriff. Ich habe gesagt, nicht rauslaufen. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? So, das Samurai-Gefolge wird ebenfalls sich darum kümmern. Hier ist komischerweise sehr ruhig noch im Osten. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord! Oh, das nächste Regiment ist umgekommen, scheiße! Ja, das dürften die Yari-Ashigaru sein. Ha! Die nächsten sind bereits erschüttert. Ja, und da werden sie dann niedergemetzelt. Diese Würmer. Aber dass so viele Truppen gerade auf dem Schlachtfeld sind, das verkraftet Fraps nicht. Ja, bei mir ist gerade auch ein bisschen am Lecken fast. Das heißt fast, es leckt. Es leckt derbe, aber hey, wir haben noch die Übersicht, also... Die kann uns keiner nehmen. So ist es. Ach du Kacke.
Bogenschützen fangen jetzt auch das Klettern an, diese Narren. Ey, ich glaube, so viele Truppen hatten wir noch nie in einer Schlacht, Ja, das ist gerade eine ganz schöne Riesenschlacht. Habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Aber bisher halten wir uns tapfer, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben sogar noch die Oberhand. Ah... Sie kommen aus, was ist denn das? Nordosten. Nordosten, okay. Nee, Nordwesten ist das. Boah, ich komme hier total durcheinander mit dieser schwulen Karte. Sie klettern jetzt auf jeden Fall lauter Yari-Truppen rein und stürmen auf den inneren Ring zu. Okay. Aber so wie ich das sehe, sind wir im Moment im inneren Ring an allen Fronten noch am Gewinnen, kann das sein? Wir sind auf jeden Fall an allen Fronten am Kämpfen. So viel kann man auf jeden Fall mal sagen. Über Sieg und Niederlage lässt sich da momentan noch streiten. Zumal dort einfach die ganze Zeit auch noch Pfeilsalven draußen kommen. Zwar sehr. So, die Yaria Shigaru wären Geschichte. Also zumindest an der Ecke. Samurai-Gefolge ist gerade auch gut am Kämpfen. Ich lasse jetzt auch die Bogenschützen mitkämpfen, weil hier muss jetzt jeder im Nahkampf ran. Ah, jetzt kommen die ganzen feindlichen Bogenschützen reingeklettert. Das ist natürlich sehr gut. Die sind da. Hat es tatsächlich auch Vorteile, wenn die im Nahkampf sind, weil wenn die nämlich fliehen, dann, also wenn viele Einheiten an einer Stelle fliehen, ja, dann kriegen die anderen auch Panik. Richtig. Also so wie ich das sehe vom Gleichgewicht oben rechts, erkämpfen wir uns allmählich unseren Vorteil hier in der Schlacht. Du hast übrigens noch ein ungenutztes Katana. Ah ne, du setzt das jetzt gerade ein. Sehr gut. Ah, da draußen stehen halt noch sehr viele Bogenschützen, die noch zusätzlich mit reinfeuern. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Aber um die kümmern wir uns, sobald der Rest hier oben drin vernichtet ist, was nicht mehr allzu lange dauern sollte. Ja, wobei hier ist noch ganz schön viel los. Alter, wie viele Leichen da schon liegen, hä? Okay, an der einen Front haben wir gewonnen. Da flieht alles. Ja, also im Süden ist auf jeden Fall noch krass viel los. Ja, ich sehe. Weil die Truppen auch sehr stark gelassen haben schon von den Feinden. Allerdings werde ich da mal jetzt den General ein bisschen zurückziehen. Ich werde mal alle Bogenschützen, die ich noch habe, mal dazu anweisen, dass sie auf die Bogenschützen da draußen feuern sollen. Okay. Ein paar Bogenschützen habe ich ja glücklicherweise noch. So, das Kräftegleichgewicht ist jetzt ausgeglichen. Sehr schön, dann die Bogenschützen sofort wieder in die Mauern rein. Ich glaube, die Brandpfeile können auch wieder eingesetzt werden. Am besten gleich alles in den Süden, weil alles andere ist im Prinzip tatsächlich schon vernichtet. Jetzt ja. Warte ich nur noch auf die Generäle. Ja, nee, die kommen erst in die Bogenschützen aus. Sie kommen. Sie kommen? Ja, sie fangen das Klettern an. Ah, und da hat der Ramune, sehe ich noch, ist noch eifrig dabei. Naja, sie bekommen jetzt auf jeden Fall als allererstes mal einen wunderschönen Empfang. Ich werde mal meine Truppen alle ein bisschen nach hinten ziehen, dass die Bogenschützen da nicht so gut reinfeuern können. Wobei die da schon wieder am Klettern sind. Scheiße, noch eins, die haben ja noch Kavallerie wie Sau. Gleich
mal die Bataillone... Ah, was macht eine Samurai-Gefolge da draußen? Ah, wobei, warte mal, wenn schon da draußen ist, kannst du auch gleich den Bogenschützenturm wieder einnehmen. Ah, unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord! Alter Schwede. Also ich habe noch ein Yari-Samurai-Bataillon mit 2 Mann. Ich habe noch einen Bogensamurai mit 4 Mann und das andere Yari-Dingens ist gerade umgekommen. Aber gut, ich meine, Yari Ashigaru kann man verschmerzen, die sind nicht teuer und die... Ja, also ich habe auf jeden Fall auch mindestens die 2 Yari-Samurai-Bataillone verloren, denke ich. Also ich denke nicht, dass das mit den 2 Leuten da noch überleben wird. Oh, das sind die Generäle. Sie sind bereits im inneren Ring und kämpfen gegen deine Bogenschützen. Ich ziehe meine Bogenschützen schon zurück. Ja. Und hol noch meine Naginata-Samurai. Die sollen sie fertig machen. Ja. Sehr gut. So, jetzt nochmal. Sammeln und drauf! Ah, und ihre Bogenschützen kommen jetzt auch reingeklettert. Ausgezeichnet aus. Es wird eine verlustreiche Schlacht, aber für ihn wird es auf jeden Fall verlustreicher. Ja. Gestern habe ich gegen die Timuriden eine Verteidigungsschlacht geführt, wo die ca. 2000 Mann ins Feld geführt haben und ich 500 Mann zur Verteidigung hatte und habe gewonnen. Sauber. Die Schlacht um Kiew war das. Ja gut, in Medieval sind die Belagerungsschlachten normal auch noch einfacher. Ja, also zumindest meistens stellen sich die Computer schon sehr dämlich an. Ja gut, dass ich da schon Türme hatte, also Kanonentürme, die haben dann gleich mal den Feind unter Beschuss genommen. Ja klar. Schon viele Generäle hier stehen. Aber die haben auch schon ordentlich gelassen. Bogenschützen, seid ihr denn verrückt? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch zurückziehen. Ich glaube, das verstehen die nicht immer so ganz. Naja, bla bla, unsere Männer sind müde. Nix da! Hier geht's um die Existenz! Kämpft, ihr Schweine! Das ist witzig, weil es wahr ist. Naja, um meine Existenz geht's jetzt nicht, aber trotzdem, wenn ich Echigo verliere, ist damit erstens meine wichtige Einnahmequelle weg. Und zweitens. Dein Daimyo. Mein Daimyo und meine Hauptarmee ist das hier, ja. Also, ja. Die andere Hauptarmee, die ich noch habe, die zweite, die schicke ich ja gerade dir zu Hilfe für den Shimazu. Weil ich jetzt ernsthaft am Überlegen bin, ob ich damit nicht dem Hoyo in den Rücken fallen soll. Ist, glaube ich, auch gar nicht so blöd. Vor allem, weil ich jetzt eigentlich gegen Shimazu echt gut stehe. Also ich glaube, der hat wirklich den Großteil seiner Armee dort jetzt verloren bei dem Angriff. Und ja! Das ist ein Sieg! Ja. Ah! Ihr habt gesiegt. Doch zu welchem Preis, mein Lord? Viele haben euren Sieg mit ihrem Leben erkauft. Tja, so ist es nun mal im Krieg. Ja, also ich würde sagen, der Preis war es definitiv wert. Ja, wir haben 2 Armeen deutlich geschwächt, wenn nicht sogar fast ausradiert. Ja, gut, aber ausradiert wahrscheinlich nicht. Also ich denke schon, dass dort noch einiges lebt, aber halt stark geschwächt. Vielleicht sogar so stark, dass wir nachmarschieren und das komplett vernichten können. Ah, könnte sogar sein. Boah, schade. Yari Samurai 2 verloren. Naja, gut, es hält sich aber in Grenzen, also. Ja, also im Vergleich zu dem, was er verloren hat. Und der Hoyo belagert meinen Hafen. Ja, ich werde ihm jetzt auf jeden Fall in den Rücken fallen mit einer Armee. Ich glaube, das macht sogar. Oh! Mein Freund, das schreit nach der nächsten Echtzeit. Ja, los geht's hier! Es wurde nach mehr Echtzeitschlachten gefordert, also bekommt ihr sie, Leute. Der fette Daimyo greift an. Oh ja, das ist tatsächlich der fette Daimyo. Müsste tatsächlich sogar der gleiche sein. Nee, ist nicht der gleiche. Der hieß anders. Ja, der hieß anders mit Vornamen, aber den hast du schon getötet, den fetten.
Deswegen kam sein Sohn jetzt nach, der jetzt der Fette ist. Ja, kann sein. Also Leute, für euch, das ist unser Running Gag mit dem fetten Daimyo. Das die Eigenschaft hat nämlich, als ich die Shimazu gespielt habe, mein Daimyo bekommen, weil ich ihn nämlich ständig nur in einer Stadt habe sitzen lassen. Und dann war er halt irgendwie, keine Ahnung, wie hieß die Eigenschaft? Ich glaube, mag essen oder so. Mag essen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir ihn dann immer den fetten Daimyo genannt, weil es hat ja natürlich auch negative Auswirkungen auf seine Marschreichweite auf der Kampagnenkarte. Brauchte man ja auch nicht, er ist ja auch bloß in der Stadt gesessen und hat gefressen. So ist es. Also bevor wir jetzt starten, müsste ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ist in Ordnung?